Moin moin liebe Leute, willkommen zurück hier bei Money und Günis Forst Imperium zusammen mit dem Money. Moin und Günther. Bist du krank, Money? Hä? Krank? Was? Ob du krank wirst? Nee, es geht so. Sag mal Günther. Also ja, dann komm mal her, umarm mich doch mal. Wir haben uns doch schon ewig nicht mehr umarmt. Günther? Kannst du mir ruhig ins Gesicht husten? Günther? Ja. Was hast du in deinen Fass hier gebraut, Günther? Was ist denn da drinne? Das ist doch unfertiger Alkohol. Warum? Oh, ich habe da gestern ein Schlückchen getrunken. Oh mein das Mann. Ist, Günther, ich bin gerade erst wieder aufgewacht. Was war denn da los? Oh, Anke, ja. Kannst du mal kurz riechen? Ob alles gut ist noch? Anke, bitte. Einmal bitte. Anke, riech doch mal bitte. Ich brauche eine Kopfschmerztablette, am besten eine 16.000er. Tja. Günther, ja. Das kannst du nicht verkaufen, Günther. Was machst du da überhaupt mit dem Zeug, ey? Das ist tödlich. Das ist unverdünnter Spezialtropfen. Aber das kannst du doch nicht so stehen lassen, Junge. Da musst du mal eine Etikette drauf machen. Vorsicht, giftig oder sowas. Günther, ich hab davon genascht, Junge. Mich hat's hier aus dem Junge Hangover 1 bis 3 in einer Folge. Ja, alles heimlich. Deswegen ist das nicht markiert. Boah, ach, Junge, Mann, ich weiß gar nicht mehr, wie scheiß Günther so richtig. So, aber nichtsdestotrotz hier, der Bürgermeister hat uns hier das Grundstück überlassen hier, Günther. Das ist jetzt uns hier, die Wiese hier. Das ist ein schönes Fleckchen Land. Ja. Das schön. Ist ja super, ey. Ich habe mein Haus gekündigt und habe die Nacht hier auf der Wiese geschlafen. So schnell hast du gekündigt? Ja. Hätte ich ja noch einen Monat Miete zahlen müssen, hatte ich keine Lust drauf. Deswegen habe ich das direkt am 30. gekündigt. Okay, krass. Das ist krass. Na Günther, warte mal, ich habe die Baufirma habe ich ja schon... Was? Alles gut? Wer? Ja, bei dir. Du hörst an, ob du gleich auf den Boden kotzt. Ich? Nee, alles gut, Günther. So. Günther? Ja. Soll ich das Häuschen, unser Häuschen mal platzieren? Du meinst von bauen? Bauen? Soll ich unser Häuschen bauen? Also bauen lassen? Naja, wisst ihr, wie ich mein? Ja. Lass uns mal ein Haus bauen mit diesem Fertigbau-Ding, was in so ein paar Stunden steht. Lass das mal machen. Das können wir machen, Günther. So, warte. Ich kann das nicht nochmal auf der Wiese schlafen. Ich hatte, ich habe eine Heuallergie. Eine Heuallergie, Günther? Ja, eine Pollenallergie. Ach, eine Pollenallergie. Okay. Das ist aber nicht so gut, oder? Ich darf eigentlich gar nicht im Forst arbeiten. Ich glaube, du musst mir eine Umschulung bezahlen. Ich muss dir eine Umschulung bezahlen? Ja, ich gehe dann ins Büro und tue den ganzen Tag so ein bisschen rumtippen. Okay. Ich werde dann die Tippse von dir. Du willst meine Tippse werden, Günther. Ja. Wenn es dir angenehmer ist, färbe ich mir auch die Haare blond. So, Günther, warte. Unser schönes Häuschen kommt jetzt gleich. Ich hab's bestellt. Hier oben. Tschickebaum. Günther? Ja. Ja, da ist es. Oh, ich komm gleich. Hol grad die Maschinen zu unserem neuen Hof. Die sind wirklich fix, die Jungs. Ist ja der Wahnsinn, ey. Also ich mag ja diese Fertigbaudinger, gell? Die kommen mir gleich mit Einrichtung. Das ist der Wahnsinn, Alter. Na gut, die Küche ist jetzt nicht die modernste, gell? Aber ansonsten. Ich nehme das größte Zimmer. Weißt du, was du zuerst gesagt? Ich hab zuerst gesagt. Günther? Ja. Ja, wie das größte Zimmer. Das größte Zimmer. Na, komm mal erstmal her, Günther. Günther, Alter. Kein Problem, Mann. Musst du den da. Wo ist er? Musst du den da drei immer voll an der Bremse, ans Bremslimit bringen, Günther? Nur ein bisschen. So, was ist jetzt hier los? Guck doch mal, ist das ein schönes Häusle, oder? Passt richtig hier zum Stil. Wo ist denn der Eingang? Ah, hier. Ja. Also, hier wohne ich.
Günther. Ja. Gell, nur das ist halt, gell? Also hier wohne ich. Was ist das denn für eine Küche? Da macht er so einen alten Bauernstyle. Mann, ich will moderne, alles mit Touchscreen und sowas. So einen Scheiß nehme ich nicht. Und sprachgesteuert. Die Lichter müssen angehen, wenn ich reinkomme. Günther? Ja? Da wohne ich, gell? Wo? Na, wo du gerade drin bist. Ja, ich wohne auch hier. Wie, du wohnst auch hier? Wohne auch hier. Nee. Oh, Platz A. Da wohnst du. Ja, das ist dein Häuschen. Doch, Günther. Guck, hier ist die Tür. Hier, komm mal her. Hier, Günther, hier ist die Tür. Geht ja nicht mal auf. Nee, ja, ich hab noch keinen Schlüssel. Und da hast du hier, guck mal, das ist hier so. Na, so ein. Wie breit ist das hier? So ein Meter. So 1,60 Meter. Inne. Gell, warte, ja. Komm her. Also hier 1,60 Meter. Und dann. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Meter lang. 1,60 Meter mal 6 Meter sind ca. 10 Quadratmeter, Günther. Die kannst du dir schön einrichten. Und du hast noch eine Garage. Fahr mal dein Fahrzeug hier rein, wie schön das aussieht. Günther, da wirst du nämlich staunen, wirst du da nämlich. Wie schön und toll das hier reinpasst. Günther. Und du kannst dir Manfred immer winken, wenn er drüben gerade ist und am Fenster guckt, was du Schönes machst, ja? Das ist okay, Günther? Ja, moin. Ratten haben ein größeres Haus als ich. Aber gucke doch mal, Günther, wie schön. Der passt hier so schön rein, der Kleine. Guck mal, da kriegst du sogar noch ein Fahrrad hier daneben, Günther. Da kannst du hier noch der Winterreifen aufhängen an der Wand. Und schön. Einfach nur schön, oder? Muss man doch jetzt mal so sagen. Und übrigens, ne, dank deinem Benzinschlauch, Dieselschlauch, gell? Alter, Junge, haben die wieder Maßarbeit gemacht. Muss das komplette System entlüftet werden, gell? Da kannst du gleich mal an der Arbeit machen. Hier, an der Werkstatt. Oh, scheiße. Günther, ja? Günther? Ja. Was machst du? Hab mir was gebaut. Was hast du gemacht? Hab mir was gebaut. Wie gebaut? Gebaut. Günther, was ist das? Stell mal einen mit in deine Garage, ne? Hallo? Mein Haus ist schon voll klein. Ja, jetzt hör doch auf rumzuheulen. Der passt schon noch mit rein. Ja. Günther? Ja? Was ist denn das? Was soll denn das? Das ist meine illegale Brauerei. Günther. Ja, warte. Das ist, Günther, du und ich, wir beide. Wir wissen doch, dass das nicht funktioniert. Das ist getarnt als eine Werkstatt, Manni. Wenn du willst, kannst du ja auch die Fahrzeuge. Hallo? Mein Haus ist schon klein. Kannst du mal den Motor ausstellen, damit du alles vergast hier? Ja, tut mir. Och, ja, jetzt ist ein Schildchen nur. Ja. Hat so angenommen noch. So, komm, hol dir ein Fahrzeug jetzt. Warte. Geht ja bald wieder auf die blöde Montage. Ach so, ja, Günther. Stimmt, da müssen wir. Das willst du aber machen? Das müssen wir machen, Günther. Nee, hör mir auf. Du immer mit deinem Rumgereise, immer im Sack. Weißt du, warum denn? Ich will einfach nur zu Hause bleiben. Ach, das ist mir schon klar, dass du immer nur zu Hause bleiben willst, Günther. Das ist mir schon vollkommen klar. Aber es kann nicht, wird nicht immer nur daheim gehockt. Doch. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Wenn du einmal Nee sagst, ne, reiß ich die ganze Bude wieder ab. Sag mal, Günther, konnte man nicht irgendwie... Ach so, doch hier. Hab's gefunden. Aber das funktioniert doch so nicht. Toll. Na, ich weiß nicht, was das wird. Ja, Günther? Manni, komm mal her. Also, hier muss eindeutig mal Rasen gemäht werden. Da kannst du mir sagen, was du willst. So, was denn? Komm mal hier zu mir. Ich hab was gefunden im Wald. Wo bist du denn, Günther? Hier, komm mal mit. Hinter dir. Ja?
bin hierher gekommen. Jetzt mal ohne Sheet. Ist das unsere? Unsere? Echt? Ja. Die wollt wo abhauen oder was? Warte, Günther. Günther? Ja? Ich red mit dir. Was? Ich red mit dir. So. Werte Stoll. Silage Zange. Fühlen Sie sich nicht wohl bei... Was? Nö. Fühlen Sie sich nicht wohl bei Günthers und Mannys Frostimperium? Oder warum... Günther? Ja. Ja. Oder warum versuchen Sie, sich hier im Wald zu tarnen und das Weide zu suchen von uns? Ja? Ich weiß, Sie sind eine Silagezange und werden für den Holz, für den Forstmissbrauch. Aber sehen Sie es doch als Aufwertung und nicht als Abstieg. Nee, das ist ja das Problem. Ich habe jahrelang dafür die Silagezange gedient und jetzt bin ich ein Holzding-Scheiß. Ich habe keinen Bock mehr. Hast du es gehört, Günther? Nee, ich glaube, der spricht mit dir. Hast du es jetzt auch gehört, Günther? Lebt die. Was ist denn mit der alten Sau? Sag mal, Günther, was war denn in deinem Spezialtropfen? Ich kann mit der Silagezange reden. Was ist denn da los? Günther, jetzt machst du mir ein bisschen Angst hier. Tja, oder was? Warte mal, ich versuche das ja. Hallo, Herr Baum. Guten Tag, Sie sind ja prächtig gewachsen. Das sage ich dir, du. Günther, das glaubst du nicht. Hä? Günther, das glaubst du nicht. Was denn? Du hast geantwortet. Ja, Manni. Ja, wie, Manni? Der hat geantwortet. Ich hau mich weg, Alter. Komm mal lieber nach Hause und leg dich hin. Nee, Günther, ich fahre mal. Ich komme mal mit dem JCB noch hoch. Ich habe uns noch in eine Garage bestellt, in eine schöne, Günther. Also irgendwas haut hier nicht mehr hin. Entweder verarscht mich hier jemand oder ich weiß es auch nicht. So. Naja, lange Rede ohne Sinn, Günther. Wir müssen auf jeden Fall die Sachen packen und morgen geht's los auf der Montage. Hast du gehört? Ja. Ja, müssen wir den Kunde ein bisschen Holz machen für die Sägemärke und alles und dann, dass wir das erledigt. Was? Ja, dass wir das erledigt kriegen. Ich will das die Woche abgehandelt haben, gell? Ich will da hier nicht ewig rummehren, Günther. Mein Koffer ist voll. Ich habe 2 Sixpacks reingekriegt, da war das Ding voll. Ja, schön. Und, ich werde ja übrigens auch verbunden, wenn du nicht wie das letzte Mal zur Montage auch mal Wechselstrümpfe und Wechselschnupfer mitnehmen würdest, Günther. Die kaufe ich mir von der Montageprovision. Die gibt's erst danach. Nee, es gibt auch so Übernachtungsgeld und so ein Scheiß. Ja, das gibt's aber auch erst danach. Nee, gibt's auch vor, währenddessen. Übrigens, der Monat ist schon wieder rum, Alter, gell? Ja, und ich hab schon wieder kein Geld drauf. Ja doch, Günther. Du musst aber wissen, was das Problem ist, Günther. Du müsstest hier mal dein eigenes Konto machen, wo ich schon mal was hinüberweisen kann. Ich kann dir das nicht schon mal bar aus der Kasse geben, Günther. Das hab ich dir schon mal gesagt. Das muss versteuert werden. Und du bist ja Angestellter, so, da gibt's ja eine Lohnrechnung und alles. So, und da kann ich doch nicht hier immer aus der Kasse nehmen, dir das bar geben. Nur weil du... das dann in deinem, nur weil du hier vom Amt noch weiter das Geld beziehen willst. Das unterstütze ich nicht mehr, die Scheiße. Mann, ich mach ja viel. Junge. Aber den Staat verarschen, das will ich besser nicht, du. Nee, das macht man auch nicht. Hast du das beim Hödes gesehen? Der macht dich alle, der Staat, du. Ja, da kannst du auch mal schnell mit ein paar Würstchen ins Gefängnis gehen, gell, wenn du mal falsche Würstchen hast. Aber ich glaube, da ich ja sowieso immer dann gute Führung leisten werde im Knast, dass das... Mann, ich geh bitte weg hier. Günther, was machst du unter meinem Balkon? Ein neuer Abstellplatz vom John Deere. Vor allen Dingen, was machst du vor meinem Küchenfenster? Junge! Würstchen wechseln, abonnieren. Meine Fresse nochmal, ey. Oh, wo kam denn der Unterstand jetzt her? Das ist ja schicke. Au, au. Unsere bestellte Garage, habe ich doch gesagt, Günther. Fahrzeuge. So, können wir jetzt bitte mal die Fahrzeuge hier in den Unterstand noch tun, bevor wir auf Montage gehen? Ja. Ist doch alles hier oben.
Ja, Unterstand ist das Stichwort. Junge, Junge, nur am Rumliegen den ganzen Tag. Hauptsache Provision, 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 ey. So, welche und hier muss mal Rasen gemäht werden vom Unterstand. Das wird deine Aufgabe in Zukunft. Ganz ehrlich? Ja, ganz ehrlich. Geh mir nicht um den Sack. So. Komm. Kriegst du es hin? Ja, ja, ich komm. Boah, wer hält denn, wer baut denn hier einen Blumenkasten hin, ey? Aha. So. Günther? Ja? Günther? Ja? Günther? Ich bin gleich da. Ja, ich seh's. Mensch, jetzt können wir nochmal. Ich wär hier nochmal wahnsinnig mit dem. So. Bleib nicht da! Natürlich mach ich's nicht. Mach doch mal vorne dieses Scheißding ab, Mensch! Oh. Oh. Da musst du ein bisschen wackeln. Da, zack, da stehst du. Meine so. Fresse nochmal, ey. So, und jetzt mach ich mal gerade, Junge, und fahr das Ding in die Garage. Mit den Gewichten. Oh, lass es liegen. Ich hab doch vorne und hinten nicht. Komm, lass es liegen. Ich mach's dann selber. Okay. So, na gut. Ich komm. Nein, ich schock mich in die Küche. Ich muss jetzt mal einen Kaffee saufen hier. Junge. 10 Uhr 16, ey, schon wieder. Kann nicht wahr sein. So. Ah, so, schön auf der Holzbank. Wer hat denn was, ein schöner Strauß hier? Guck mal, den hab ich gepflückt. Ja, der sieht toll aus, oder? Machst du mir ein Leberwurstbrot? Leberwurstbrot? Ja, bitte. Warte. Wo war denn der Kühlschrank gleich? Hab ich noch Leberwurst? Warte mal. Nee, da nicht. Hier auch nicht. Nee, Günther, ich hab keine Leberwurst mehr. Dann guck doch in den Keller. Tut mir leid, in den Keller. Ja. Das wird glaube ich auch nicht. Ach hier, guck mal, hab ich noch die Bilder aufgehängt von meiner letzten Reise. Am Strand. Ja, und so. Na gut, meine lieben Freunde. Oh, guck mal. Da ist doch ein Bild von Ryman. Ja. Das er uns damals geschickt hat, genau. Und guck mal hier, das ist doch das Bild von der von der Fichtelberg, das Haus von der Oma. Ja. Und hier, guck mal, Günther. Ja. Das ist die, ja, das ist die Klippe, auf der stande, wo ich mich umbringen wollte. Ja, ja. Und da unten, wo du oben standst, habe ich doch da unten die Halte vom Strand weggepimpert. Geh weg jetzt. So. Gut. Ich mach mal ein bisschen Business, gell, ja, noch am Laptop. So. Mach das mal. Gut. So, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, ne, dann liken nicht vergessen. Schaut zur nächsten Folge wieder vorbei und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Haut rein.